Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen bei Nickfrei zockt Grid Autosport Online. Heute habe ich mir vorgenommen, mal ein bisschen im Touring-Bereich die Herausforderungen von Codemasters anzugehen. Dazu nehmen wir hier mal das Wagendesign an dem schönen Ford. Ich weiß gar nicht, was das für einer ist. Ich glaube, das ist ein... Kann das sein, dass das ein australischer Tourenwagen ist? So ein V8 Supercar oder wie die heißen? Ja, es könnte schon hinkommen. Wir fahren auf Bathurst Inverse. Also eigentlich heißt Mount Panorama. Inverse bedeutet rückwärts. Also in die andere Richtung. Hat ein bisschen Umgewöhnung gebraucht, bis ich das hinbekommen habe. Und dann starten wir mal rein. Das Ganze ist ein Zeitfahren, heißt, wir fahren hier kein Rennen oder so, sondern es geht wirklich nur darum, in 3 Runden eine möglichst schnelle Zeit abzuliefern. Es ist auch egal, welche Zeit das ist. Ob es die erste ist, die zweite oder die letzte. Man hat 3 Versuche und muss die beste Zeit hinlegen. Und was ihr hier vor mir seht, das ist die Zeit, die momentan vor mir aufgestellt ist. Als Ghost Car. Und das zweite Ghost Car, was ihr hier seht, das war meine vorherigen Versuche, sagen wir es mal so, meine Zeit zu schlagen. Ja, und ich habe mich hier ein bisschen eingegroovt, weil Bathurst ist, ja, wie soll ich das sagen? Das ist eine crazy Strecke, ihr seht es ja hier schon. Vielleicht kennst du der eine oder andere. Das geht berghoch, geht bergrunter, die Wände sind ziemlich nah. Dann ist da so ein Kurvengeschlängel den Berg hoch, so ein bisschen serpentinenmäßig. Und da schlagen wir auch seitlich schon ein. Auto ein bisschen gerutscht, ein bisschen zu schnell gewesen, ein bisschen zu stark eingelenkt, kam er quer und dann go. Ja, und die erste Runde, die wird wohl nichts, wie das aussieht. Kann man schon froh sein, wenn das Auto einigermaßen heile bleibt für den zweiten Versuch. Was ich interessant finde, ist, dass bemängelt wird, dass die Speed nicht rüberkommt. Also, dass irgendwie gar kein Tempo da wäre. Dass es irgendwie, dass sich's anfühlen wird, als wären 180, 50 km/h oder so. Also ich muss ganz ehrlich sagen, derjenige, der das geschrieben hat, der sollte vielleicht mal hingehen. Sollte sich ein gescheites Lenkrad kaufen. Und sollte dann mal versuchen, hier so Rundenzeiten in Asphalt zu kleistern. Da kommt schon Fahrfeeling auf. Ich meine, man muss bedenken, das sind Tourenwagen. Und ich weiß auch nicht, was derjenige getestet hat, der das geschrieben hat. Wahrscheinlich ist er in irgendeinem Level 1 Auto im Kurs gefahren und wundert sich, warum die Dinger so langsam sind. Und die sind langsam. Das sind ja kleine Level 1 Autos. So, zweiter Versuch. Der sieht ganz gut aus. Was jetzt vor uns ist, ist kein Ghost Car, sondern ist ein anderer Teilnehmer dieses Zeitfahrwettbewerbs. Allerdings eine KI, kein Spieler. Die Zwischenzeit ist schon mal sehr gut. Und wir liegen auch vor unseren Ghost Cars. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass der uns hier gleich aufhält und uns die Zeit kaputt macht, die wir fahren können. Ja, bei diesem Zeitfahrwettbewerb sind auch mehrere Autos auf der Strecke und jetzt laufen wir halt auf einen langsameren auf. Gucken, wo wir den erwischen. Oh. Hier kommen wir ganz gut raus. Können wir. Wir ziehen einfach vorbei. Sehr nice. Die KI hat uns nicht berührt, nicht abgeschossen, nicht eingelenkt, kein Blödsinn gemacht. Der hat uns Platz gelassen. Echt der Hammer. Also die KI ist hier echt super. Ich weiß nicht, vielleicht ist das irgendwo mal falsch rübergekommen. Die KI ist wirklich super. Wenn ich über die KI schimpfe, dann ist das eigentlich eher falsch, weil
Ich müsste wenn über die Fahrer schimpfen, die von der KI gut simuliert werden. Denn die Fahrer, mit denen ich mich in der Karriere rumschlag, das sind Fahranfänger, oder was heißt nicht Fahranfänger, aber das sind Anfänger im Rennsport und entsprechend schlecht fahren die. Und das simuliert die KI. So, und da haben wir eine Bestzeit. 2 Minuten, 8 Sekunden. Hier in Bathurst. Mit einem V8K. Ich glaube, das sind die V8 Touring Cars aus Australien. Kann man ja zwischen zwei wählen. Ich hatte den Ford genommen. Ja, und ob das noch eine bessere Zeit gibt, das mag ich mal zu bezweifeln, obwohl die erste Zwischenzeit sehr, sehr gut aussieht. Aber dazu müsste ich ja Konstanz beweisen. Ja, und da bin ich schon im Dreck. Und da zieht auch schon das Ghost Car vorbei. Rutschen, rutschen, rutschen. Ja, nee, das war's. So viel zum Thema Konstanz beweisen. Das sind wirklich nur Hot Laps. Ich glaube, für ein Rennen wird es nicht taugen. Also im Rennen würde ich wahrscheinlich 2 Sekunden langsamer fahren, Minimum. Weil ich überall noch ein bisschen Platz lassen würde und überall ein bisschen vorsichtiger wäre. Einfach um die Konstanz ein bisschen auszugleichen. Immer nur am Limit fahren, das schafft keiner. Noch nicht mal die Formel 1 Fahrer, die fahren alle so ca. 90%. Und wenn sie pushen sollen, 95. Aber die haben alle noch ein bisschen Platz. Und wenn es dann wirklich mal einer übertreibt und geht an die 100 ran und übertreibt es ein klein wenig mehr, dann ist meistens das Rennen vorbei. Ja, das Hotlappen sind, wie gesagt, das sind Herausforderungen gegen die KI und gegen die Zeit und damit gegen das Ranking. Leider haben wir hier nur Gold geschafft. Ich glaube irgendwas 2 Minuten 7, 2 noch was. Also mir fehlen 8 Zehntel, um Platin-Status zu kriegen. Ja, 2 Minuten 7, 2, 5, 6 brauchen wir, um Platin zu kriegen. Ja, und ich habe mal hier einfach nur die Hot Lap mit einer externen Kamera gefilmt. Einfach nur mal, um zu sehen, wie eng das an manchen Stellen ist. Also, und es sieht meistens so aus, als ob wir irgendwie noch ein bisschen Platz bräuchten. Und in Wirklichkeit haben wir da teilweise noch ein bisschen Platz. Also es ist manchmal echt crazy. Kann man das einfach mal ein bisschen detaillierter sehen. So aus dem Cockpit raus, da sieht man halt nicht wirklich, wie nah die Wand ist oder wie nah irgendwas ist. Ist auch gut zum Trainieren von Strecken, dass es eine Wiederholungsfunktion gibt. Da kann man zum Beispiel hingehen und kann ja, eine Runde fahren und kann sich hinterher angucken, wo hätte ich denn noch Platz gehabt. Wo habe ich ein bisschen Platz verschenkt. Und im Prinzip, dass hier Mauern sind, das ändert bei Crit Autosport eigentlich relativ wenig. Weil man darf ja sowieso nicht großartig abkürzen. Und rausgetragen werden über den Streckenrand wird sowieso mit Zeitstrafen bestraft. Man soll auf der Strecke fahren und wenn ich auf der Strecke fahre, ist mir eigentlich egal, was neben der Strecke ist. Ob da jetzt Wände sind oder ob da jetzt eine große Wiese ist. Das macht da keinen Unterschied. Das macht dann Unterschied, wenn ich die Kontrolle verliere über das Auto. Ob ich einschlag oder ob ich austrudel. So, das war im Prinzip dann mal die Hotlap hier von hinten. Da sieht man dann wirklich mal jeden Millimeter, den ich genutzt habe oder auch nicht. Und wie knapp das manchmal war.
Und das war eine wirklich gute Runde. Ich weiß nicht, ob es mir irgendwann gelingt, die nochmal zu toppen oder die nochmal zu machen. Also zumindest nicht mit so einem Auto. Wenn, dann müsste ich mir wahrscheinlich einen kaufen, der dann 100% Leistung bringt. Die Frage ist, ob ich den hier einsetzen kann. Ja. Da habe ich dann wieder rausgemacht. Das war das. Und dann kommt noch die Endabrechnung. Da seht ihr noch, wie viel EP es gab, wie viel Geld es gab. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.